Ja, Momo Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Jeff unterwegs und wir haben folgendes Setup mit dabei. Beweise dich, Adrenalin, wir schaffen das und verzerren. Wir legen direkt los, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Ich meine, am Ende des Tages muss man es ja mal so sehen, 1000 Stunden in einem Game. Und dann sagt man nur. So. Man hat halt schon bei DBD echt viele Leute, die sehr, sehr viele Stunden haben, weil viele Leute da wirklich natürlich ganz schön reinballern. Es ist Kotzi, Leute. Aber ich finde, selbst 1000 Spielstunden in einem Spiel sind schon ganz schön viel. Ich glaube, auf Steam habe ich nur zwei Games, die das aktuell haben. Und zwar DBD und Hunt Showdown. Ich glaube, Team Fortress 2 war immer so bei 800 ungefähr stehen geblieben. So, der müsste ja eigentlich offen sein, wenn drei drüben waren, ne? Die werden natürlich jetzt erstmal alle ankotzen. Wollt mal kurz abwarten, ob sie dem einen Typen hinterherjagt und dann gehe ich mal einfach ran. Was soll der Geiz? Bringt ja auch nichts, wenn der einen jetzt eh in der Jagd ist, da die ganze Zeit nur blöd rumzustehen. Einzige Game, wo du über 1000 Stunden hast, ist Sims 4. Da kommen ja auch bald ein paar Alternativen, ne? Paralives. Live by you, glaube ich auch, ne? Live for you? Ich weiß gar nicht mehr. Wo sind die denn? Ich sehe sie nicht. Hab ein bisschen Sorge. Ah, da rennt jemand. Hab ein bisschen Sorge, dass ich gleich Nackenklatscher kriege, weil ich jetzt schon verletzt bin. Ah, okay. Ah, alles klar. Hey Matt, moin moin. Du siehst mich mehr in deinem Alltag als sonst jemanden. Das nehme ich einfach mal als Kompliment. Moinsen. Nächste Person wird gejagt. Ich bleib mal eben noch vergiftet. Keine Ahnung, wo die Person jetzt hinkommt. Aber ich würde gerne. Oh, bei Jeff kommt es aber wirklich aus dem tiefsten Inneren heute, oder? Hallo, Honey, moin moin. Und die Dingens rennt da immer noch in der Gegend rum. Dachte, ich kann jetzt einfach mal direkt auf entspannt helfen gehen. Ist nur ich oder ist das die Map heute irgendwie dunkel? So, komm da mal runter, du Sausack. So, wir gehen wieder an den nächsten Generator. Der Adam aktuell der Einzige, der hier ein bisschen produktiv ist. Ah, oh, herrlich. Nee, aber wie gesagt, 1000 Stunden im Game. Ich sag ja auch immer so spaßhaft, wenn du manchmal mit Leuten spielst und dann checkst du das Profil so, oh, 300 Stunden, alles klar, der lernt das Spiel noch. Aber 1000 Stunden ist schon ein Commitment, wenn man überlegt, wie viele Tage das sind. Ja, schon über 40 Tage, ne? Das ist schon. Muss man erstmal schaffen. Vor allem viele Leute ballern halt richtig die Spielstunden in DBD. Oh Gott, ich renne hier rein. Ich kann auf jeden Fall gleich nochmal die Randomizer an den Start bringen, Leute. Aber auch gut am Schreien, die Survivor. Oh, Aldo hat erstmal neuen Prop gegönnt. Der will scheinbar den Generator noch kurz fertig machen. RIP Jen. Ich weiß gar nicht, hatte die was dabei? Hab gar nicht drauf geachtet. Ich hoffe mal, dass der jetzt noch ein bisschen Progress über hat. Aber ich habe nicht aufgepasst. Wäre natürlich cooler, wenn wir ihn fertig gemacht hätten. Aber da kann es nicht alles haben, ne? Oh ne, guck mal, geht doch noch. Kriegen wir hin. Weil Adam hat seinen auch fertig. Und dann haben wir den fertig. Dann sind jetzt zumindest schon mal drei Generatoren fertig. Plus. Guter Nebeneffekt. Ach
Achso, du gehst nicht helfen, verstehe. Guter Nebeneffekt ist, dass wir auf allen Seiten, also auf beiden Seiten, wir haben auf beiden Seiten jetzt zumindest einen eingeholten Gen. Das heißt, sie kann nicht mehr den 3 Gen hier verteidigen. Ich werde mal einmal ziehen, dass sie so aufs Maul kriegt hier. War das beständig, Leute? Das kam mir ganz schön schnell vor. Ich habe die Jagd gewonnen. Ich tösche hier mal an. Ah! Jetzt komme ich in den Keller, Kacke! Ach ja. Hey Maxi, dankeschön für den Support-Sub hier. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Habe ich den Sound wieder nicht gehört oder was ist los bei mir? Das Cut gönnt man Orange. Viel Spaß in der Dusche, was? Sie hat übrigens jetzt irgendwann mal meine Aura gelesen. Wüsste aber nicht wann. Schade, niemand mehr im Generator. Die waren beide schon so schön weit. Immer noch fragwürdig. Ey, du hast es ja noch nie probiert, Lara. Wenn du es einmal machst, dann würdest du direkt die Vorteile am eigenen Leibe erfahren. Dir würde auffallen, dass du noch nie richtig gelebt hast. Du würdest das ganze Leben hinterfragen, was noch alles eine Lüge gewesen ist. Ich sag's, wie es ist. Ach, nein, nein. Nee, nee, Lara. Glaube ich dir nicht. Jemand, der teabaggt und DC't. Und alles glaube ich eh nix. Immer noch fragt mich, wie man überhaupt etwas unter der Dusche essen kann. Ey komm, ich meine, die Dusche sollte eigentlich mit einer der saubersten Orte der Wohnung sein. Wenn man es mal so sieht, oder nicht? Sie weg von mir? Sie ist jetzt mit der anderen in der Jagd. Oh, warte mal, ich brauche das Medikit gar nicht. Adre ballert rein. Ah, okay, wir haben zweimal eine Jagd gewonnen. Aber auch zweimal eine Jagd verloren. Sprechen wir mal nicht drüber. Aber es ist auch die erste Runde heute, Leute. Ich wärme mich doch noch auf. Alles gut. Hey, Katanis. Moin, moin. Ich mach mal auf, weil schon gefährlich für mich, das wie es ist. Würde aber gerne natürlich trotzdem nochmal Superkotz. Superkotz ändert jetzt natürlich irgendwie alles ein bisschen. Ich werde mal in die nähere Umgebung gehen. Guck mal, hier ist ja der andere Ausgang. Ich mach den auch nochmal auf. Sie scheint zu campen. Aber auf entspannt, wenn da jemand rangeht, der halt nicht tot ist, Adam, ich spreche von dir, könnte das vielleicht nochmal was werden. Er könnte ja theoretisch traden. Der andere wurde gehittet, da wird gerettet, let's go. Wegen Superkotz wäre es halt schwer zu blocken und die rennen leider auch beide komplett in die andere Richtung. Es sind noch beide Ausgänge hier. Freunde! Jetzt schnell dem anderen helfen hier, dem Dwighty Boy.
Run, Boy, run. So, der ist verletzt. Wo ist ein anderer? Wo ist ein anderer hin? Rennt er zum anderen Ausgang? Ich glaube ja. What? Komm, du hättest zu einem der Ausgänge rennen können. Was ist los? Na gut, er ist tot. Dann gehen wir raus. Ah. Schade. Yamina Maka. Moin moin. Dein Lehrer aus der Grundschule schuldet dir auch noch einen Kakao. Du glaubst auch nicht, dass es was wird. Ach, immerhin 4 Jagen entkommen. In der ersten Runde die Aufgabe fertig. Ah, hat wohl kurzzeitig das Navi versagt, Leute. Ich glaube, wir hätten easy mit 3 Leuten rausgekonnt, aber es sollte leider nicht sein. Ich hoffe, die Runde hat euch trotzdem gefallen. Falls dem so ist, lasst doch gerne ein Like da, lasst einen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.